Heute werden wir gegen riesige Seeschlangen kämpfen, einen gruseligen Dschungel erkunden gehen und mitten in das Nest einer gefährlichen Bestie hineinlaufen. Herzlich willkommen zum dritten Teil vom Minecraft-Mittelalter-Projekt. Bevor es jetzt losgeht, Leute, lasst mich euch eins sagen. Keine Ahnung, was hier in Tag 41 passiert ist, aber es war eine absolute Katastrophe. Leute, was ist das denn da draußen? Da brennt es. Hä? Und was ist hier denn los? Hier ist alles voll mit Werwölfen. Oh nein, nein, nein. Gott, oh Gott, hier sind 5 Stück oder so. Wie soll ich die denn besiegen? Wo kommen die auf einmal her und wieso brennt es hier? Alles fackelt ab. Was ist hier los? Nein, schnell ins Haus, schnell ins Haus. Okay, Leute, wir müssen flüchten. Ich nehme alles mit, was ich irgendwie gebrauchen kann. Keine Ahnung, was sieht gut aus. So, und durch hier schnell. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott. Oh, das ist so knapp. Das war's. Rein ins Boot. Wir müssen die Flucht ergreifen. Eieiei. Ja, was soll ich sagen, Leute? Einen schlechteren Start als das kann ich mir eigentlich für eine Folge nicht vorstellen. Naja, mit meinem kleinen Boot segelte ich dann aber auf jeden Fall so lange in eine Richtung, bis ich nach einiger Zeit in einem Sumpf ankam. Das war absolut schrecklich gerade und ich glaube, in das Dorf werden wir nie wieder zurückkehren können. Und wo sind wir hier jetzt angekommen? Hier ist halt ein Sumpf und in die Richtung sehe ich nur Ozean und einen schwarzen Wald? Was ist das denn da? Okay, das sieht sehr fragwürdig und gefährlich da drin aus. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich da rein möchte. Und was ist hier los? Hier ist eine Kiste mit einer Eisen-Chestplate mit Protection 3. Oh Gott, was ist das denn hier? Hä? Nein, 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 nein. Ey, ich habe nur irgendwie 3 Köpfe oder so gesehen und schnell weg da. Das reicht mir schon. Ja, Leute, zu dem Zeitpunkt wusste ich es zwar noch nicht, aber dieses Biest war eine Hydra. Wisst ihr, was eine Hydra kann? Jedes Mal, wenn man ihr Schaden zufügt, wächst ihr ein neuer Kopf und sie wird noch stärker. Momentan war ich noch nicht bereit für so einen Kampf, aber glaubt mir, später in der Folge wird sich das Ganze ändern und ich werde nach ihr auf die Jagd gehen. Oh nein, ich hänge fest. Oh Gott, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Wir müssen kämpfen. Ich muss das Totem equippen. Oh mein Gott, ich bin vergiftet, ich bin vergiftet. Laufen, laufen, laufen. Einfach weg da. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Einfach immer weiter, keine Ahnung wohin. Zum Glück schaffte ich es, das Ganze zu überleben. Als es dunkel wurde, beschloss ich mich in einem Pilz zu verstecken und dort in Sicherheit die Nacht zu verbringen. Leute, nur ein kleiner Funfact. Schaut mal, was ich hier gefunden habe. Einfach ein pinkes Schaf und direkt nebenan, hier ist noch ein braunes. Ey, absolut krass. Ist, glaube ich, mega selten, ne? Aber in dieser Welt hier ist mir das ehrlich gesagt komplett egal. Hier möchte ich einfach nur überleben, ehrlich gesagt. So, in diesem Sinne würde ich sagen, wird es auch höchste Zeit, dass wir den Sumpf mal ganz schnell wieder verlassen. Und für den schwarzen Wald können wir vielleicht irgendwann mal wiederkommen. Aber gerade, ey, das ist mir alles viel zu hektisch. In diesem Sinne segelte ich erstmal eine Zeit lang ganz entspannt über den Ozean, bis auf einmal der Kollege hier auftauchte. Oh Gott, was ist das denn hier unter mir? Eieiei, ey, ein riesiger Hai oder Wal? Oder was weiß ich. Moin, Kollege, was geht? Ja. Ey, zum Glück bist du friedlich, sonst könntest du mich, glaube ich, mit einem Bissen einfach aufessen. Hö, und was ist das da hinten? Das sieht irgendwie, aus wie ein Mensch oder eine Meerjungfrau. Was ist jetzt los? Ich werde davon angezogen. Was ist das? Nein, 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 nein. Hallo? Oh Gott, hö? Und jetzt ist hier eine Seeschlange auf einmal. Geh weg, geh weg. Oh nein, die macht viel Schaden, Leute. Bitte geh down. Komm schon. Ich brauche einen goldenen Apfel. Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh, wir haben sie. Ey, wo kommen diese ganzen Kreaturen die ganze Zeit her? Nein, ey, und hier ist schon wieder diese Meerjungfrau, die zieht mich jetzt an. Ja, 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 komm doch her. Oh Gott. Du solltest ja wohl nicht so viel aushalten können. Wir haben sie. Ja, Leute, auch Tag 42 war mit all dem, was hier gerade passiert ist, absolut anstrengend. Es wurde langsam auch schon wieder dunkel, weshalb ich weiter mit meinem Boot fuhr, bis ich halt bei einer Hexenhütte im Sumpf machte. Hier ist ein kleines Haus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da eine Hexe drin wohnt, aber wir werden einfach mal reingehen. Hallo, hallo, ja, da ist eine, hatte ich mir doch gedacht. Ja, ja, Mizi, ich habe keine Ahnung, was mit deiner Besitzerin passiert ist. Die ist nur kurz Pilze pflücken gegangen. Okay, Leute, in dem Sinne, wir nutzen das hier erstmal als kleine Base für die Nacht. Ist mir auf jeden Fall lieber, als irgendwo hier in diesem dunklen Sumpf zu schlafen. Womit wir auch schon am nächsten Morgen angekommen wären. Mit meinem Boot fuhr ich weiter in den Sumpf hinein, was gar nicht mal so leicht war, da überall Seerosenblätter im Weg waren. Das Ganze war nach einiger Zeit ziemlich nervig, weshalb ich beschloss, fürs Erste zu Fuß weiterzugehen. Die Landschaft hier in der Gegend ist echt schlimm. Alles voll mit Wasser oder Schlamm, überall Pflanzen und Büsche, irgendwelche Dornen, ey. Hä? Aber wer ist denn er hier, bitteschön? Hallo? Na, Kollege, hast hier ein schönes Zelt stehen und ein Lagerfeuer. Und da ist noch einer gespawnt, hallo? Keine Ahnung, wer die sind, aber die sehen cool aus. Und sie sind wenigstens mal nicht aggressiv. Das freut mich schon. Ja, war schön, euch kennengelernt zu haben. Ich gehe weiter. Zwei nette Typen, muss man schon sagen. Ja, Leute, nach dieser komischen Begegnung mit den beiden fand ich etwas später dann wieder so einen mysteriösen schwarzen Wald, in den
ich dieses Mal auch kurz reinschauen wollte. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine ganz schlechte Idee, hier reinzugehen. Es sieht zwar cool aus, oh Gott, aber wenn ich da hinten schon irgendwelche komischen Männer sehe, dann kriege ich richtige Gänsehaut, Leute. Ey, was mache ich überhaupt? Ich sollte aufhören, so dumme Sachen zu machen. Ich habe momentan nicht mal irgendwie ein Haus oder eine Unterkunft und gehe hier in die gruseligsten Wälder und Gebiete rein. Ich sollte mich erstmal irgendwie um Grundversorgung kümmern oder sowas. Ja, in diesem Sinne ging meine Reise nach einem neuen Ort zum Leben weiter. Wieder einmal segelte ich ein gutes Stück über den Ozean, bis ich am Abend passend zum Sonnenuntergang in einem Dschungel ankam. Ein Dschungelbiom, auch sehr interessant. Bin ich mal gespannt, was hier so drin lauern wird. Oh nein, da ist eine fleischfressende Pflanze. Eieiei. Da ist noch eine. Oh Gott, ein Herz. Schnell hier ins Wasser. Oh nein, doch nicht. Hier ist ein Hai. Irgendwie wieder raus hier, jawohl. Und schnell auf den Baum sichern. Ich sehe gerade, ich könnte mir vielleicht auch mal neue Rüstung craften. Meine Hose ist kaputt gegangen. Zack, eine aus Eisen. So, und jetzt würde ich ganz gerne mal auf das Schiff da hinten rauf. Jaha, was geht? Ich komme in Frieden. Habt ihr irgendwelchen leckeren Loot für mich? Jawohl, eine Menge zu essen. Das ist sehr, sehr gut. Und wer ist er hier, bitteschön? Das ist doch eine Seeschlange, oder? Ja. Nein. Die greift das Schiff an. Oh Gott, schnell nach unten, schön unter Deck bleiben, Kollege. Vertrau mir, oben wirst du aufgefressen. Da draußen sehe ich sie, ist immer noch da. Oh Gott, nein, sie kann mich durch das Schiff angreifen. Ja, Leute, und somit war ich im hintersten Raum des Schiffes gefangen. Ich wartete dort so lange, bis die Seeschlange nicht mehr zu sehen war und traute mich erst am nächsten Morgen wieder zurück nach oben zu gehen. Sind wir endlich in Sicherheit? Oh Gott, nein, auf gar keinen Fall. Die ist sogar hier auf dem Schiff. Komm schon. Nein, ich bin reingefallen. Oh Gott, jetzt wird's schlimm. Hier sind sogar zwei. Oh, wir haben eine. Wo ist die zweite? Da ist sie. Ich glaube, die hat noch volle Leben. Wir müssen hier irgendwie flüchten. Nein. Sie kommt. Schnell hoch hier. Ich glaube, die ist nochmal viel größer und stärker als die andere gerade eben. Können wir von hier oben vielleicht gut mit dem Bogen drauf schießen? Oh ja, wir haben sie. Damit hatten wir das Schiff erfolgreich gegen den Seeschlangenangriff verteidigt. Damit die Landschaft hier in der Umgebung relativ gut gefiel, beschloss ich auch, es fürs Erste als meine kleine Base zu verwenden. Den restlichen Tag verbrachte ich dann damit, das hinterste Zimmer einzurichten und den Villagern zu erklären, dass sie jetzt einen neuen Captain hatten. Ey, aber es hat auch ein paar Vorteile hier. Wir können am Abend immer einen wunderschönen Sonnenuntergang genießen. Dafür ist es zwar nicht besonders groß hier und es ist mega nervig, weil die Villager die ganze Zeit Geräusche machen, aber es ist leider gerade unsere einzige Option. Damit waren wir angekommen an Tag 46, an dem ich als erstes einmal ein bisschen die Umgebung erkunden wollte. Yo, da ist ein Affe! Komm her, Kollege. Ja, was geht? Der erinnert mich an Chip und Chimperl von damals auf der Insel. Ja, Kleiner, bist ein ganz netter. Leider habe ich nichts für dich. Ich würde dir gerne Banane oder sowas geben. Naja, Kollege, ich gehe dann erstmal weiter. Wir sehen uns. Da ist schon wieder eine Seeschlange im Wasser. Oh mein Gott! Wieso kann die hier durchspringen? Was ist das? Nein. Die zerstört hier die ganze Landschaft. Nicht mal an Land ist man vor denen sicher. Ich verstecke mich hier in der Höhle, ey. Hier kann sie ja wohl wirklich nicht hinkommen. Nein, das kann doch nicht sein. Ich glaube, ich höre sie. Da oben. Sie ist hier in die Höhle reingesprungen. Das ist doch nicht normal. Seeschlangen gehören nicht in Höhlen rein. Die gehören ins Wasser. Ich muss mich runterbauen, Leute. Sonst sterbe ich hier. Ja, habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich musste mich auf Redstone-Höhe runterbauen, bis ich endlich in Sicherheit vor diesem Monster war. Eine Seeschlange, ne? Die sollte eigentlich im Wasser leben. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso die an Land rumspringen kann. Let's go, aber wenigstens ein paar Dias. 6 Stück. Es hat sich also mehr oder weniger gelohnt, hier runter zu gehen. Das ist doch wenigstens was Gutes. Naja, als ich dann auf jeden Fall wieder an der Oberfläche ankam, war es bereits Nacht, weshalb ich mich schlafen legte und am nächsten Tag weiter den Dschungel erkundete. Entdecken konnte ich allerdings nicht wirklich viel. Zwischendurch wurde ich von einem Tiger angegriffen und verfolgt und etwas später dann auch noch von einer Schlange. Als es am Abend dunkel wurde, legte ich mich oben auf einen Baum in Sicherheit schlafen und wollte nun am nächsten Morgen meine Erkundungstour schon wieder beenden und wieder zurück zu meinem Schiff gehen. Was ist das hier schon wieder für eine komische Höhle? Da unten sieht es mega gruselig aus. Will ich da reingehen? Eigentlich ja nicht. Ich habe auch absolut nichts mehr zu essen, aber ich kann einfach nicht anders. Ich will wissen, was hier unten ist. Hallo? Ist hier irgendwer? Leute, ich kann absolut nichts erkennen. Hier unten ist irgendeine Ameise. Oh nein, ist das wieder so eine riesige Ameisenhöhle? Ich glaube es ehrlich gesagt. Oh nee, ich wurde vergiftet. Was passiert hier? Ich habe nur noch ein halbes Herz. Und wie gesagt, nichts zu essen. Okay, das hat sich, glaube ich, geklärt hier. Jetzt geht's wirklich nach Hause. Keine Ausreden, sonst kann es sein, dass das hier ganz, ganz schnell zu Ende ist mit dem Projekt. Ja, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ein halbes Herz, nichts zu essen und mitten in einem Dschungel, in dem alles voll mit Tigern und Schlangen ist. Es gab auf jeden Fall schon mal bessere Situationen, in denen ich war. Fast geschafft. Eieiei, ich bin ehrlich, ich hätte nicht
nicht gedacht, dass ich das überlebe. Und die Frage ist jetzt aber, habe ich hier irgendwas zu essen? Oh jawohl, 15 Brote und 6 goldene Äpfel. Die hätte ich vielleicht auch mal mitnehmen sollen. In Sicherheit auf dem Schiff angekommen. Den restlichen Tag verbrachte ich dann nur noch damit, ein paar Fische für noch mehr zu essen ranzuholen. An Tag 49 wollte ich noch einmal zurück zum riesigen Ameisennest gehen und gucken, ob es dort was Interessantes zu finden gab. Da wären wir. Ich bin wieder da. Hallo, hallo. Ist hier irgendjemand? Da unten ist wieder die kleine Ameise. Komm schon, jawohl, der ist down. Aber eine Königin oder sonst irgendwas scheint hier ja nicht zu sein, ne? Sehr, sehr komisch. Hier ist ein Fossil und hier drüben ist alles leer, wie es scheint. Und gerade als ich wieder zurück zum Schiff gehen wollte, fand ich auf dem Rückweg ein zweites Ameisennest, in dem deutlich mehr los war. Oh Gott, Leute, das ist ja schon die erste direkt. Dieser Bau hier scheint auf jeden Fall ein bisschen aktiver zu sein. Wer weiß, vielleicht finden wir hier ja tatsächlich eine Königin. Und ja, da ist sie. Oh Gott, und eine Spinne und zwei Ameisen. Nein, 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 nein. Bin ich ja absolut kein Freund von. Wir schießen als erstes einmal ein bisschen mit dem Bogen drauf. Okay, und jetzt komm her. Wir werden in den Nahkampf gehen. Komm schon. Noch ein paar Explosionspfeile rein da. Und jetzt komm, jetzt werden wir ihn besiegen. Er kann nicht mehr viel aushalten. Was? Oh Gott. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Ich habe ein halbes Herz. Komm schon, die muss doch mal jetzt down gehen langsam. Let's go, Leute. Sie ist besiegt. Wir hatten den Kampf gewonnen. Und Leute, dafür, dass das Ganze so schwierig war, war der Loot, den man hier finden konnte, echt extrem schlecht. Oh, und schaut aber mal, wer hier ist. Das ist ein Goblin. Hallo. Ja, was geht, Kollege? Was machst du denn in diesem schrecklichen Ameisenloch? Er tradet hier wieder sehr, sehr interessante Sachen, aber sowas habe ich leider nicht dabei, Kollege. Sorry, ich kann nicht mit dir handeln. Ey, guckt mal, hier ist auch noch ein Ameisenhaufen, aber das scheint mir hier noch normale Tiere zu sein und keine, die irgendwie irgendwelche Mutationen erlebt haben. Oh Gott, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Ja, ja, Leute, falls ihr selber mal dieses Modpack spielt, merkt euch eins, haltet euch fern von Ameisen. Ich machte mich danach dann auf jeden Fall wieder zurück zu meinem Schiff und ging den restlichen Teil des Tages nach der ganzen Action heute ein bisschen entspannter an. Was machst du denn bitte schön da unter meinem Schiff? Alles gut bei dir, Kollege, oder hängst du fest? Nee, ne? Ey, aber schaut euch mal an, wie cool der aussieht von nahen. Irgendwie auch nur ein bisschen gruselig, aber auf jeden Fall cool. Ach ja, es geht doch nichts über einen ganz entspannten Angeltag am Wasser. Einfach schön hier, Leute. Klarer Himmel, die Aussicht, wunderbar. Und zack, schon wieder hat einer angebissen. Den restlichen Tag 50 verbrachte ich dann weiter mit einer meditativen Angelsession, bis ich am Abend insgesamt 10 Fische gefangen hatte. Da wir den Dschungel nun schon mehrere Male erkundet hatten, machte ich mich am nächsten Morgen auf in Richtung Sumpf mit der Hoffnung, dort endlich einen neuen Ort zum Leben zu finden. Oh, was? Hier sind 3 Stahlingots drin. Und eine Pferderüstung. Okay, das glaube ich echt krass, der Loot. Oh mein Gott. Uiuiui, habe ich mich erschrocken. Ja, hallo, Kleiner, wer bist du denn? Oh, er zieht sich in seinen Panzer zurück. Wie süß. Da drüben schläft ein Tiger auf dem Baum. Auch sehr interessant. Hm, ja, hier beginnt wieder irgendein komischer Sumpf, ne? Also, ist ja ganz schön hier, aber so richtig einen Ort, wo ich mir eine neue Base aufschlagen kann, finde ich irgendwie nicht. Oh, aber hier sind wieder lauter Affen. Ja, haha, hier, heute da habe ich mal einen Pufferfisch für euch dabei. Mögt ihr den? Fragt mich nicht, was ich mir gerade dabei gedacht habe, einen Affen mit einem Pufferfisch zu füttern. Wir reden einfach nicht weiter drüber. Ich hüpfte danach dann auf jeden Fall noch ein bisschen auf den Seerosenblättern im Sumpf hin und her, entdeckte in der Ferne einen Zauberwald und wurde auf einmal von einem Nilpferd überrascht. Leute, es gibt hier so viele coole verschiedene Tiere. Mein Haustierdrang sagt mir eigentlich, dass ich die alle einfangen soll. Leute, wir haben Tag 52, ich bin gerade aufgewacht und mir ist etwas klar geworden. Dieser Ort hier, der ist langfristig nichts für mich. Hier gibt es einfach nicht viel. Dschungel, Sumpf, mehr nicht irgendwie. Deswegen, ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Jawohl, und in diesem Sinne packte ich alle meine Sachen ein, verabschiedete mich noch von den netten Villagern, die mich damals aufgenommen hatten und segelte mal wieder in irgendeine Richtung über den weiten und leeren Ozean. Boah, schaut mal, wo wir hier sind. Hier sieht es ja richtig schick aus mit diesen Felsen und den Bäumen. Nun mal so als eine kleine Idee von mir, einen Turm da oben auf der Klippe. Ey, das würde so cool aussehen, aber was ist das? Nein, das kann nicht sein. Das ist doch schon wieder ein Werwolf, oder? Okay, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Wir suchen weiter nach einem neuen Ort. Ja, Leute, auch hier war alles voll mit denen. Da ich nicht wollte, dass das Ganze so endet wie beim letzten Mal im Dorf, erkundete ich weiter die Umgebung, bis ich gegen Abend eine wirklich extrem coole Burg fand, die perfekt als meine neue Base funktionieren würde. Oh, schaut mal, was ich hier gefunden habe. Das ist ja ein richtig schickes Schloss. Hier scheint ein Eingang zu sein. Wir gehen mal rein.
rein. Sehr verwachsen auf jeden Fall hier drin. Hallo, ist hier jemand? Das ist ein Pferd. Na, Kollege, hast du auch einen Besitzer oder bist du hier drin gefangen? Ey, richtig cool. Schaut euch mal an, wie schick das hier drin ist. Hier oben anscheinend der Schlafplatz. Ja, hier konnte man seine Rüstung dann absetzen. Hier das Bett für die Adeligen wahrscheinlich. Auch sehr krass. Oh, und zum Schluss hier nochmal ein richtig geiler Balkon. Ey, Leute, ich glaube, unsere Suche hat ein Ende. Das hier wird unsere neue kleine Base sein. Gefällt mir richtig, richtig gut. Oh, guckt mal. Hier gibt es anscheinend sogar noch einen Keller, wo auch lauter Fässer drin sind. Und hier ein kleines Gefängnis mit sogar einem Gefangenen drin. Wirklich eine sehr, sehr interessante Burg hier. Ich fing dann auf jeden Fall mal damit an, den Innenhof ein wenig aufzuräumen, indem ich Laub und Blätter entfernte. Danach richtete ich mir mein Zimmer mit ein paar Kisten ein und kletterte noch einmal auf die einzelnen Wachtürme herauf. Joho, okay, von hier oben hat man auch auf jeden Fall einen guten Überblick über die umliegende Landschaft. Und wen haben wir denn da unten, bitteschön? Sehr interessant. Okay, wir scheinen hier direkt an einen Krokodilsumpf anzugrenzen. Oh, und was ist das da hinten? Das ist ein Fels, wo ein Schwert drin steckt. Okay, das sieht auch nochmal sehr interessant aus. Kommt, Leute, da begeben wir uns jetzt direkt einmal hin. Das hat mich jetzt neugierig gemacht. Ja, und ich sag mal so, auf dem Weg dahin wurde ich dann wirklich von allen möglichen Kreaturen angegriffen. Oh mein Gott, ey, habe ich mich erschrocken. Auf einmal kommt hier so ein kleiner Bär an. Was möchtest du denn von mir? Bist noch nicht mal ausgewachsen, entspann dich mal. Und was ist das jetzt für ein Angriff? Nein, 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 ich werde hier von irgendwas beschossen, Leute. Ich habe meinen Bogen nicht dabei. Oh, das ist gar nicht gut. Komm schon, das sind irgendwelche komischen Vögel, die ihre Federn auf mich schießen. Hä, und jetzt sind sie einfach weggeflogen, oder was? Okay, baue mich hier einfach ein bisschen in den Berg rein und leg mich schlafen. Haha. Leute, fragt mich nicht, was das für komische Vögel waren. Ich habe keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass sie sich anscheinend am nächsten Tag spurlos aus dem Staub gemacht hatten. Egal, wir gehen einfach direkt nach oben hier zu diesem Schwert hin. Okay, da steht, wir sind nicht würdig genug und müssen zuerst den Enderdrachen besiegen, bevor wir das rausziehen können. Sehr interessant. Das werden wir dann auch irgendwann mal machen müssen, finde ich. Als nächstes tötete ich dann auf jeden Fall ein paar Bisons in der Hoffnung, so an etwas Leder ranzukommen und wurde beim Genießen der schönen Aussicht aus dem Nichts auf einmal von einem Werwolf angegriffen. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ey, auf einmal schubst mich so ein Werwolf die Klippe darunter. Und guckt mal da hinten, da ist doch schon wieder so eine komische Meerjungfrau. Leute, aber dieses Mal, ich habe gesehen, dass man da irgendwie so eine Ohrstöpsel gegen craften kann. Hier, die hier. Dann sollten wir gleich von deren Gesang auf jeden Fall nicht hypnotisiert werden können. Ja, kommt doch. Hey, ihr könnt mir gar nichts jetzt. Und nee, ich sehe gerade ein, es war vielleicht nicht die schlauste Idee, im Wasser gegen die zu kämpfen. Da sind die natürlich im Vorteil. Kann ich die hier einfrieren einfach? Perfekt, das geht. Komm schon, geh down. Ey, die kann doch nicht mehr viel aushalten. Nein, 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 ich habe keine Luft mehr. Das war sehr, sehr knapp. Und da ist, glaube ich, schon wieder so ein komischer Vogel. Okay, ich sollte ganz schnell vom Wasser weg. Ja, was geht? Ey, ihr wollt mein Brot haben oder was? Ich würde euch ja gern was geben, aber ich habe auch nicht viel mehr zu essen als das. Tut mir leid, Kollegen. Hier, wollt ihr vielleicht dieses Animal-Fett haben? Ja, da geben sie sich auch mit zufrieden. Okay, dann gönnt euch das hier. Ja, Waschbären sind echt coole Tiere. Kann man nicht anders sagen. Naja, ich holte mir dann auf jeden Fall noch den Loot der Meerjungfrauen aus dem Wasser ab und machte mich danach wieder zurück nach Hause. Oh, der Typ ist wieder aufgetaucht. Na, was geht? Ich verstehe immer noch nicht, was man mit dem machen kann. Oh, jetzt haut er mich mit dem Stock. Ja, ist ja gut. Benehmen Sie sich doch wie ein richtiger Mann. Was soll das hier? Ja, ich lasse sie dann in Ruhe ihr Ding machen. Jo, stimmt, das Pferd habe ich ja voll vergessen. Guckt mal, Leute, wie er sich freut, mich zu sehen. Er hüpft hier rum. Netter Kerl, um dich müssen wir uns, glaube ich, morgen mal kümmern. Erstmal gehe ich schlafen. Ja, ich bin wieder da. Hier, guck mal, was ich für dich habe. Einen Sattel. Ich weiß nicht, was als Rüstung stärker ist. Eisen oder hier Ketten. Ketten hört sich cooler an, deswegen setzen wir ihm einmal das hier auf. Jawohl. Und jetzt brauchen wir noch einen Namen für dich, Kollege. Wie wär's mit Helmut? Das ist doch ein schöner Pferdename, oder? Ja, findet er auch richtig toll. Da hüpft er direkt. Helmut, ich sehe gerade, du hast hier noch relativ viel zu essen hinten. Ich werde mir hier mal ein bisschen was von mitnehmen. Nachdem ich Helmut dann sein komplettes Essen geklaut hatte, machten wir uns auch direkt danach auf unseren ersten gemeinsamen Ausritt, da ich auf die Suche nach Zuckerrohr und Leder für einen Enchanter gehen wollte. Wo bin ich hier angekommen? Sind das Feen oder was ist das in der Luft? Ah, und da ist ein Bär hinter mir. Nein, Helmut ist vergiftet. Wieso? Oh Gott. Das ist ein bisschen knapp hier mit dem. Nein, 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 nein. Frier ein.
Oh mein Gott, Helmut, wo bist du? Lebst du noch? Wie viele Herzen hast du noch, Kollege? Okay, 5 Stück, das reicht erstmal. Okay, aber was waren das jetzt für Feen hier gerade eben? Irgendwie finde ich die nicht mehr. Ah, hier sind sie. Ja, ich glaube, das sind tatsächlich einfach kleine Feen. Guckt mal, und das hier sind, glaube ich, die Häuser von denen. Die wohnen einfach in so kleinen Pilzen und Holzstämmen anscheinend drin. Sehr, sehr cool eigentlich. Ja, Leute, und ich stand dann die ganze Zeit da bei diesen Feen herum. Und wisst ihr, was ich überhaupt nicht gemerkt habe? Die haben mir die ganze Zeit Items aus dem Inventar geklaut. Ey, was soll das? Unter anderem nehme ich auch meinen Schlafsack, weshalb ich einmal den kompletten Weg wieder zurück nach Hause reiten musste, da ich keine Lust hatte, draußen bei Nacht rumzulaufen. Am nächsten Morgen ging es dann aber direkt wieder los, bis ich in einem Sumpf ein Nilpferd fand, von dem ich dachte, dass es bestimmt eine Menge Leder droppen würde. Tut mir leid, aber du droppst bestimmt eine Menge Leder. Und du machst auch eine richtig Menge Schaden, oh nee. Ey, wieso ist der so stark? Muss ich ja mega aufpassen, dass ich nicht sterbe von dem. Er hat ein Leder gedroppt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, all die Arbeit mit dem für ein einziges Leder. Naja, wenigstens fand ich danach dann ein bisschen Zuckerrohr. Was sehe ich da hinten, bitteschön? Das ist, glaube ich, ein Riese. Oh Gott, er kommt auf mich zu. Helmut, wir müssen abhauen. Ganz, ganz schnell. Der macht hier einfach die Bäume kaputt. Ist er hinter mir? Nee, okay, zum Glück. Ja, nachdem ich hier dann fast von einem Riesen zerstampft wurde, machte ich mich wieder zurück nach Hause und bemerkte am nächsten Morgen, dass über meinen Kisten lauter Bücherregale waren. Keine Ahnung, wie ich das übersehen konnte, aber ich war damit auf jeden Fall die letzten Tage völlig umsonst auf die Suche nach Leder gegangen. Okay, und für den Enchanter brauchen wir jetzt noch einmal 2 Obsidian. Die kratzen wir jetzt auch irgendwo noch einmal schnell zusammen. Dafür ging ich nach unten in den Kerker und grub mich dort so lange in einem Strip-Eingang nach unten, bis ich in einer Höhle ankam. Oh Gott, was ist das denn? Hier ist irgendein Ork oder sowas unten. Was hat er da für eine Säule in der Hand? Ey, der macht so viel Schaden damit. Ich darf mich nicht nochmal treffen lassen. Ja, so viel dazu. Wir haben ihn und er droppt irgendein Trollleder. Kann ich daraus normales Leder machen? Nö. Ja, anscheinend haben wir hier ein paar Trolle unter unserer Burg in der Höhle. Oh, aber let's go. Hier ist Lava. Zwar nur ein Vorkommen, aber ist schon mal ein Anfang. So, und die Frage, die ich mir jetzt stelle, von wo bin ich gekommen? Ich habe absolut keinen Plan und keine Orientierung dafür. Von da bin ich auf jeden Fall nicht gekommen. Hier ist nochmal so ein Troll. Oh, ey, der haut aber gut rein, der Typ hier, ne? Nachdem er besiegt war, droppte er seine Axt, welche auf jeden Fall eine echt coole und starke Waffe war. Ich probierte sie noch an ein paar Monstern aus und baute mich danach wieder zurück an die Oberfläche, wo auf einmal das hier passierte. Oh mein Gott, ich habe mich direkt neben so einem Riesen rausgebaut. Ey, das war ein absoluter Jumpscare. Okay, aber so aggressiv scheint er ja gar nicht zu sein, ne? Also, er hat mich zumindest nicht direkt angegriffen. Naja, ich sollte vielleicht trotzdem nicht so dicht an ihn herangehen. Jawohl, und in diesem Sinne machte ich mich wieder zurück nach Hause und craftete mir dort am nächsten Morgen endlich den Enchanter. Okay, wo wollen wir den hinstellen? Hier ist eigentlich ein guter Raum, reißen wir das einfach ab. Und dann würde ich sagen, craften wir mal eine Rüstung hier aus diesen Seeschlangenschuppen. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Ey, ich bin ehrlich, unser neues Outfit sieht zwar ein bisschen fragwürdig aus, aber es hat auch was. Und Leute, erinnert ihr euch an die Hydra vom Anfang dieses Videos? Mit dieser neuen verzauberten Rüstung wollte ich nämlich wieder zu ihr zurückgehen und versuchen, sie zu bekämpfen. Ich craftete mir noch einen neuen Bogen aus Diamanten, räumte mein Inventar gründlich auf und machte mich am nächsten Morgen auf die Suche nach diesem Monster. Ey, ein Krokodil hat mich. Er zieht mich ins Wasser rein. Wo ist er jetzt hin? Ey, ich sehe die auch immer nicht. Die kommen aus dem Nichts und auf einmal haben sie mich. Genau wie jetzt. Jetzt ist er auch schon wieder weg. Ich habe keinen Plan, wo er ist und gleich lauert er wieder irgendwo im Wasser. Oh, und was sehe ich denn da hinten? Ich glaube, das ist die Höhle von dem Viech. Okay, ich equip mich einmal richtig und ich glaube, der müsste da jetzt irgendwo sein. Aber Leute, da im Wasser. Komm doch raus. Okay, ich sollte vielleicht nicht ins Wasser mit dem gehen. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich komme hier nicht mehr raus. Irgendwie schaffte ich es mit Hilfe des Bogens, Abstand zwischen mich und die Hydra zu bringen. Ich aß einen Goldapfel und versuchte nun, den Kampf an Land weiter fortzusetzen. Kann es eigentlich sein, dass der jetzt auf einmal viel mehr Köpfe bekommen hat? Das waren noch am Anfang nur 3. Und wie viel sind das jetzt? 10 oder sowas? Oh Gott. Nein, ich hänge fest. Leute, Leute, das ist ganz knapp hier. Oh nein, ich muss abhauen, ich muss abhauen. Das wird hier nichts. Mit einem Herz schaffte ich es gerade so davon zu kommen. Da es mittlerweile dunkel geworden war, wollte ich heute allerdings keinen weiteren Angriff mehr starten. Morgen, Leute, werden wir jedoch wiederkommen. Ich flüchtete in ein verlassenes Hexenhaus, beobachtete das Nest der Hydra noch ein wenig und legte mich schlafen.
Jawohl, und das war's auch schon mit dem dritten Teil vom Mittelalterprojekt. Falls der nächste Part bereits draußen ist, wird er dir jetzt hier angezeigt. Und andernfalls kannst du dir über das eingeblendete Video anschauen, wie ich versucht habe, 100 Tage im neuen 1.20 Update zu überleben. Viel Spaß dabei!